Also festzuhalten bleibt, dieses Wachstumsmodell der letzten Dekaden durch die Politik bestimmt, hat Ausbeutung nicht verhindert, hat die Zerstörung der Lebensgrundlagen, der Umwelt, des Klimas weiter zerstört. Jetzt möchte ich dich fragen, Stefan, zur Postwachstumsgesellschaft. Haben wir denn die gleichen Fragen im globalen Norden, im globalen Süden? Also außer Globalisierung ist bei den Modellen nichts rausgekommen. Und wie könnten die Antworten sein? Ups. Ja, danke erstmal für die nette Einladung und Einführung. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, als Dritter zu reden, wenn schon relativ viel gesagt wurde. Ich selbst arbeite an der Uni, bin also wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Soziologie, habe damit sehr viel zur Entwicklungssoziologie gemacht, also war öfters in Lateinamerika, auch mal in China, habe dabei eben gerade diese Frage nach Entwicklungsmodellen, die von Nicola Bullard eigentlich sehr schön jetzt schon herausgearbeitet wurde, in meiner Arbeit sehr, sehr stark behandelt. Arbeite dort in der Soziologie in Jena und ich möchte eigentlich jetzt direkt fast anknüpfen an das, was Nicola Bullard eben gesagt hat, nämlich die große Frage ist natürlich, wie sieht ein Modell oder ein Wachstumsmodell im globalen Süden dann genau aus, das eben aus dieser Logik von exportgetriebenem Wachstum, von sozialer Spaltung und auch herauskommt und auch natürlich sozial nachhaltig ist. Da vielleicht eine Vorbemerkung. Ich denke, dass sehr, sehr wichtig ist, bei der ganzen Debatte sich darüber im Klaren zu sein, dass natürlich die Frage der Weiterentwicklung des globalen Südens ganz zentral für die Ökologieproblematik sein wird, weil einfach der Hauptwachstumspol, also das Weltwirtschaftswachstum wird, wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, nicht mehr primär in den traditionellen OECD-Ländern erwirtschaftet, sondern vielmehr in Ostasien und vor allem auch in den BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, die steuern mehr als die Hälfte des globalen Wirtschaftswachstums mittlerweile bei. Allein auch ist natürlich höherer Ressourcenverbrauch und auch höhere CO2-Emissionen in den nächsten Jahren nach sich ziehen wird. Also wir haben alle gehört, dass China mittlerweile der größte CO2-Emittent ist. Natürlich nicht pro Kopf, aber insgesamt, also vom Gesamtausstoß von CO2. Und in den nächsten, also würde jetzt so ein Business-as-usual-Modell gemacht werden weltweit, also würde die globale Entwicklung einfach so weiterlaufen, wie sie momentan läuft, würde es quasi da hinauslaufen, dass in der näheren Zukunft schon 2030 bis 2050 eigentlich die Entwicklungsländer, ehemaligen Schwellenländer oder wie man es auch immer nennt, die ökologischen Probleme der Zukunft dann verursachen, obwohl sie natürlich viel weniger CO2 insgesamt bisher ausgestoßen haben, obwohl sie teilweise dann Konsumwaren für den Westen produzieren und obwohl sie natürlich noch sehr viel stärker getroffen werden von den Auswirkungen zum Beispiel des Klimawandels und von ökologischen Schäden. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, aber was ganz zentral ist natürlich, dass in dem globalen Süden es natürlich ganz massive Armuts- und Probleme gibt, dass es einfach 1 Milliarde Menschen weltweit hungern, weit über 800 Millionen leben eben in der sogenannten dritten Welt, wurde schon gesagt, die Hauptanteil von Informalität, Prekarität findet sich im globalen Süden und das natürlich dafür einfach vom Rahmen der sozialen Entwicklung jede progressive politische Strömung dort eine Lösung für finden werden muss und noch zusätzlich auf Probleme stoßen wird wie Bevölkerungswachstum, was allein dann natürlich ebenfalls noch zu Ressourcenverbrauch beitragen wird. Einfach, wenn man sich das plastisch vorstellt, ein durchschnittlicher Chinese lebt gerade ungefähr auf dem Wohlstandsniveau eines Brite kurz vorm Ersten Weltkrieg und ein Inder ungefähr auf dem Wohlstandsniveau eines Deutschen, so ungefähr zur Gründung des Deutschen Reichs. Also die soziale Frage, Armutsbekämpfung ist natürlich absolut zentral und
Da komme ich jetzt zu dieser Sache der Wachstumsmodelle. Hat das diese Problem zum einen den Versuch, eben die soziale Frage dort zu lösen, zum anderen die ökologische Frage, dass einfach weiter zu noch höherem Ressourcenverschleiß und so weiter und so fort kommen wird. Ist sehr, sehr wichtig, dass es mittlerweile natürlich schon heftige Auseinandersetzungen in die Modelle gibt. Also da würde ich schon sagen, ist die Zeit weiter fortgeschritten. Es ist nicht mehr so, dass im globalen Süden das Diktat des IWF ungebrochen ist, und es ist auch nicht mehr so, dass ein einseitig exportgeleitetes Modell nicht mehr komplett umstritten ist. Es gibt natürlich weitere Modelle wie in Peru 8% Wachstum, bei der Bevölkerung kommt kaum was an, oder auch in Indien, wo nur ein Teil der Mittelschichten davon profitiert. Aber es gibt mittlerweile in vielen Ländern doch starke soziale Bewegungen und durchaus auch progressive Regierungen, die zumindest die soziale Frage stark angehen. Also man kann sagen, das ist gerade, alle wissen das, das wird auch in der ATTAC Lateinamerika AG natürlich stark behandelt, dass es in Lateinamerika progressive Linksregierungen gibt, die von sozialdemokratischen Ländern bis zu radikaleren Ländern reichen, also von Brasilien unter Lula und jetzt Rousseff bis zu Bolivien von Evo Morales. Und dass dort natürlich genau diese Frage nach sozialer Entwicklung und ökologischer Nachhaltigkeit gestellt wird. Und wenn man sich dann anschaut, wird man natürlich sehr schnell bemerken, dass das eine unheimliche, komplexe Situation ist, die in den Einzelländern dann zu ganz heftigen Auseinandersetzungen führt und wo meines Erachtens bisher leider auch noch keine Lösung gefunden wird. Nehmen wir einfach mal Bolivien, ganz bekannt geworden jetzt auch in den Kreisen der Umweltbewegung und Postwachstumskritik durch den alternativen Klimagipfel in Cochabamba 2010 und auch Cancun, die Verhandlungen, wo Bolivien das einzige Land war, das kritisch sich geäußert hat, gegenüber dem Endergebnis dort ausscheren wollte und de facto überstimmt wurde oder der Konsens, dieses Konsensverfahren nicht beachtet wurde. Bolivien selbst, ein Land, das ganz massiv auf Rohstoffexport, auf vor allem Erdgasexport basiert, wo genau diese Regierung massiv natürlich Rohstofferlöse benutzt, um Sozialprogramme zu finanzieren, damit auch von allen Seiten gelobt, auch von UNO-Institutionen sehr, sehr gute Ergebnisse erreicht hat. Aber einfach um sich das zu verdeutlichen, über die Hälfte der Staatseinnahmen kommt aus dem Erdgasgeschäft, 6% des Bruttoinlandsprodukts aus Erdgas. Es geht im Endeffekt darum, man könnte es fast als so eine Art Rohstoff- oder Erdgassozialismus bezeichnen, der sich dort herausgebildet hat, aber eben sehr, sehr progressive Regierungen mit demokratischer Partizipation, dem Versuch, wirklich den Staat so zu restrukturieren, dass Indigene, die vielen indigenen Nationen, die es in diesem Land gibt, größere Autonomierechte hat. Aber eben im Weltmarkt gefangen, in einem extraktivistischen Modell, gerade durch den Rohstoffboom, den man in den letzten Jahren hatte, ist quasi diese soziale Entwicklung alimentiert. Man konnte das Bildungssystem ausbauen, man konnte den Analphabetismus quasi ausrotten, das Gesundheitssystem ausbauen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig wird in dem Land versucht, Ökologiepolitik zu machen. Also die Umweltpolitik hat Verfassungsrang bekommen. Es gibt auch alternative Projekte, Nutzung von Wildtieren, zum Beispiel Lamas, Vicuña-Wolle, die da produziert wird, strengere Umweltauflagen. Aber wenn man sich konkret anschaut, kollidiert im Endeffekt die soziale Entwicklung ganz stark mit diesen ökologischen Versuchen, es einzuhegen. Also es gibt Beispiele, dass diese autonomen Gebiete, die Indigene dort verhalten, das Beispiel der Moseten und Lecos im Norden des Departements La Paz, dort dann das eigene staatliche Unternehmen sich dann wehrt gegen die Mitspracherechte, die Bevölkerung dort vor Ort hätte. Also gibt es dann heftige Konflikte, um ökologische Sachen einzuhalten. Es gibt eine Fragilität andiner Ökosysteme, dass die es Bodenerosion gibt, dann Indigene abwandern in das Tiefland, dort dann quasi als Kolonisatoren auftreten und sogar soziale Bewegungen, ganz paradoxe Sachen. Jetzt Ende letzten Jahres wurden dann Subventionen für quasi Benzin gestrichen. Der Preis wurde massiv angehoben, was vor allem damit zu tun hatte, dass mittlerweile eben die Subventionen sehr, sehr hohen Teil des Staatshaushalts einnehmen und die
dass verbilligte Benzin dann ins Ausland sogar geschmuggelt wird. Was also das dazu geführt hat, einen massiven Aufstand dann der Bevölkerung gegen so eine Maßnahme. Man sieht also, dass solche progressive Projekte, die in der Nische des Weltmarkts entstehen, auf Gedeih und Verderb eben auf im Endeffekt auf diese Logik sich in irgendeiner Form an dem Rohstoffexport dran zu koppeln, dass das die einzige Quelle ist, um überhaupt die Mittel dafür zu erwirtschaften für eine Sozialpolitik. Das ist eine ganz schwierige Logik. Man kann es auch, wie viel Zeit habe ich noch? Man kann es auch an anderen Ländern nehmen, wo man gerade Auseinandersetzungen sieht, die vielleicht man wirklich bezeichnen könnte, dass diese alten Modelle auch noch durchbrochen werden. Das Beispiel China, eigentlich der Klassiker, was man sich vorstellt unter Manchester-Kapitalismus, schlechte Luftqualität, der große Blockierer bei allen Umweltverhandlungen, riesige soziale Spaltungen, ein Heer von Wanderarbeitern. Dort ist aber allerdings auch durch die Weltwirtschaftskrise eine relativ interessante Entwicklung eingetreten. Das verstärkt, das ist im Vorfeld schon passiert, man eben reflektiert hat, naja, diese riesigen ökologischen Schäden, die verursacht werden und auch die soziale Spaltung ist dauerhaft nicht stabil. Also dass die Kommunistische Partei Chinas sogar von oben runter dekretiert, natürlich unter dem Druck von spontanen, teilweise Aufständen in Fabriken, aber auch teilweise Ökobewegungen unter diesem Druck von unten, der sehr diffus ist, teilweise auch unterdrückt wird, angefangen hat, stärker auf ökologische Maßnahmen zu setzen, also sehr strikte Einzelmaßnahmen, zum einen alle Plastiktüten verboten oder auch strategisch erneuerbare Energien gefördert, zum Beispiel jetzt im letzten Jahr war China der größte Förderer erneuerbarer Energien. Man wirklich sogar darüber diskutiert hat, dass es dann intern am Widerstand gescheitert, ein grünes BIP einzuführen und so weiter und so fort. Dass eben die Krise, die dann das Land sehr, sehr stark, dieses exportorientierte Land sehr, sehr stark getroffen hat, im Endeffekt eigentlich ziemlich breit einen Konsens in dem Land produziert hat, eher auf eine Binnenorientierung, höhere Löhne, die dann auch Teile der Bevölkerung, die eher Verlierer dieses Aufschwungs, dieses langfristigen waren, begünstigt hätte. Und dass das eben ein wichtiger Punkt war, der jetzt sehr, sehr stark angepeilt wurde und gleichzeitig auch noch massiver durchregiert wurde, eigentlich so eine Art Green New Deal, ein ganz, ganz technokratisches Modell davon durchzuführen, also klimaschädliche Betriebe eingestellt wurden, dass dann in dem neuen Fünfjahresplan, der jetzt anläuft, die Energieeffizienz in den nächsten Jahren um 17% gesenkt werden soll, der Kohleanteil, wichtigster Energieträger, von 70% auf 62% gesenkt worden, Schienennetz ausgebaut und Förderung von ökologischen Technologien, also unheimlich viel dort reinvestiert wird, aber gleichzeitig auf Gedeih und Verderb an eben diesem Hochwachstum festgehalten wird, weil einfach die Angst dort herrscht, dass eben eine Situation wie in anderen Schwellenländern eintritt, dass die Migranten, die ländlichen, die eben in die Städte strömen, nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Da gibt es Rechnungen, dass 7-8% Wachstum benötigt werden, um diese Integration zu gewährleisten, weil es sonst Arbeitslosigkeit, Slums, Unruhe und so weiter und so fort gibt. Also dort eine ganz, ganz schwierige Situation, quasi der Versuch, mit einem Niveau an Wirtschaftswachstum eine Trendwende zu vollziehen, was eigentlich gar nicht funktionieren kann, wenn man jetzt alle Maßnahmen, habe ich mal durchgerechnet, die jetzt, wenn das wirklich perfekt klappen würde, würde wirklich in den nächsten Jahren eigentlich der CO2-Ausstoß pro BIP-Einheit in China um fast 28% sinken, bringt alles nichts, weil das BIP im gleichen Zeitraum um 40% steigen wird. Also was mir wichtig ist, es gibt diese Widersprüchlichkeit, eben sozialen Fortschritt und der durch Wachstum wahrscheinlich in den Ländern teilweise, zumindest unter kapitalistischen Rahmenbedingungen, erzeugt wird, ökologisch nachhaltig zu machen. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Komplex und ich denke, dass unter diesem Druck, den Bedingungen des Weltmarktes, unter den Bedingungen des offenen Weltmarkts eigentlich das fast unmöglich ist und dass, wenn man die Debatte eigentlich vernünftig führen will über ein ökologisch nachhaltige soziale Entwicklung, man auch über Kapitalismus reden muss,
dass man über die Logik von Konkurrenz, Profit, der Logik der Unendlichkeit, der Kapitalakkumulation darüber reden muss, die Zwänge des Weltmarkts und dass es eigentlich eine Übergangsstrategie braucht, wo ein gewisses Wachstum im globalen Süden ökologisch nachhaltig gemacht wird und im Norden es geschafft wird, Nullwachstum sozial stabil zu machen. Das sind meine Thesen, alle kurz.